Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age. Ja, wir kämpfen uns ja immer noch durch die tiefen Wege und haben ständig mit diesen blöden Spinnen zu tun, die mir offen gestanden mittlerweile gewaltig auf die Nerven gehen. Die finde ich nämlich wirklich böse. Die gehen mir auf die Nerven, schmeißen immer mit ihren blöden Netzen. Da guckt da schon wieder eine. Es ist ja echt schrecklich. Diese blöden Viecher. Oh, jetzt rennen die schon wieder alle los. Bleibt mir mal stehen hier. Wir wissen, was hier Sache ist. Uralte dunkle Brut. Oh, oh, oh. Okay, gut. Dann ziehen wir mal lieber nach. Ja, schick mich los, schnell. Wir ziehen alle nach. Uralte dunkle Brut, das ist immer... Das klingt nicht gut. Das klingt so, als sei es besonders stark. Das sieht auch so aus, als sei es besonders stark. Und gleich mal hier... darauf achten, dass nicht wieder... Lebenskraftentzug... Ja, das war gut, das war sehr schön, Liliana, das hat mir gefallen. Kannst du denn schlafen, du uralte, dunkle Brutu? Und weiter geht's, immer weiter, da hast du recht. Das bin, glaube ich, ich, die das immer sagt. Eieiei. Was mache ich? Und die Faust und Eis. Wir kennen keine Gnade, nein, und jetzt brauche ich wieder Lyrium. Der Lyriumtrank hat schon ganz schön abgenommen. Da müssen wir, glaube ich, neun machen. So, da haben wir die uralte dunkle Brut geschafft. Da haben wir sie. Gucken wir mal. Was finden wir denn da? Was hast du für uns? Eine Seelenfresserbombe, starker Wundumschlag und die Oberflächlerklinge. So. Das heißt, wir haben jetzt für dieses Schwert, glaube ich, alles zusammen. Da kommen wir her. Genau. Sind auch noch alle gesund? Ich muss das gerade mal überprüfen. Ich kriege das vor lauter Kämpfen gar nicht mit. Ja, los geht's. Los geht's. Wir kämpfen uns hier seit Stunden, seit Tagen durch diese... Ah, da leuchtet's noch. Durch diese tiefen Wege. Tiefen Pilz. So. Wenn ich es richtig sehe, haben wir bloß noch zwei, fünf etwas stärkere Lyriumtränke. Ich glaube, da legen wir jetzt mal nach. Lyrium, starker Lyriumtrank. Ah, komm, wir nehmen erstmal nicht den starken. Das ist der starke, ne? Doch, das ist der starke. Komm, wir nehmen 1, 2, 3, 4, 5. So. Komm, wir machen noch ein paar. So. Nummer 14. Weil mit dem Destillationswirkstoff wird es langsam eng. Gut, okay. Dann haben wir hier erstmal nachgeholt, weil es trinkt ja nicht nur ich. Ich glaube, dass Morrigan auch ordentlich zulangt bei den Lyriumtränken. So, und jetzt machen wir hier mal weiter. Aha, gut. Ist ein Zauberer dabei? Nee, gut. Dann gehst du ins Gefängnis. Ich werde es tun. Ja, das ist schön. Das gefällt mir immer gut. Sehr schön. Und trotzdem habe ich nicht genug Offensivzauber. Und dann bleibt mir hier bitte mal alle stehen. Ich sehe nämlich eine Falle. Da kommen die blöden Kreischer. Dich werde ich erstmal betäuben. Dann lege ich dich in den Schlaf, mein Lieber. Und dann wirst du vereist. Oh, das sind gleich viele. Ich hasse es. Und Lebenskraftentzug. Hundi, hilf mal, greif mal an. Und du, Shale, auch. Ich meine, die sind ja unmittelbar in unserem Wirkungsbereich hier. Die da hinten leben auch noch. Lebenskraftentzug. Und Eis. So, jetzt nehmen wir hier alle erstmal die Kreischer aufs Visier. Die haben wir jetzt auch. Und dann hätte ich es gerne, dass ihr stehen bleibt, meine Lieben, weil da nämlich wieder... Ah, was? Eine Falle ist. Und die schaffen wir auch von hier hinten. Sehr schön. Ja, so. Ne? Siehst du? Liliana, würdest du bitte entschärfen? Wieso kannst du die jetzt nicht entschärfen? Da ist eindeutig eine Falle. Siehst du? Ah, hm. Wieso kannst du die nicht entschärfen? Ist ja blöd. Stolperdraht. Es ist ein Stolperdraht. Ja, muss ich da jetzt drüber stolpern? Habe ich jetzt keine andere Möglichkeit, als da drüber zu stolpern? Oh Mann. Ich kann es nicht entschärfen. Ist ja doof. Also gut, dann stolpern wir halt. Ja.
Ja. Ordentlich gekrischen hat's. Das war aber auch schon alles. Da sind noch mehr. Komm, mach du mal den Pfeil der Vernichtung. Ich komme auch. Wie ihr meint. Ja, das meine ich. Ich finde es gut, wenn du das machst. Jepsa! Und tadam, tadam, da sind noch mehr. Ja, aber das machen meine Damen hier, glaube ich, problemlos. Ja, siehste? Na also. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier filzen. Also die tiefen Wege, die sind ähnlich lang wie der Turm der Magi. Wobei ich die tiefen Wege spannender finde, kampfintensiver. Aber ich merke schon, dass ich jetzt, während ich hier sitze und mit Frage denen ist so fast rumkämpfe, erledigt. ja, mich echt ein bisschen anders konzentrieren muss als normalerweise. So, jetzt gehen wir mal gucken, wo kommen wir hin? Wird gespeichert, das ist gut, dann lasse ich euch mal stehen und guck erstmal mit Hundi, was hier Sache ist. Hundi, geh mal gucken. Ah, okay. Dann schicke ich jetzt Liliana vor. Da lacht sie. Mensch Mädel, ich schick dich in den Tod und du stehst da und lachst. Na, das Gemüt möchte ich haben. So, jetzt schießt du mal hier einfach. Wir machen das wieder auf diese Art. Schießt schön weiter. Aus der Entfernung triffst du ja vielleicht auch. Nein? Doch, sie trifft. Das ist gut. Ja, schön. Du hast die Feuerpfeile. Das ist klasse. Na, wieso? Guck mal, hier sind sie. So, dann machst du jetzt hier den unfairen Kampf. Und schießt schön weiter. Genau. So. Dann haben wir die. Jetzt mal gucken, da drüben hat es doch noch mehr. Ich lasse euch ein bisschen nachkommen, ihr Lieben. Ich glaube, ihr steht ein bisschen so. Jetzt mal gucken, wie steht ihr denn? Ja, das ist gut. Morrigan, du darfst, glaube ich, doch noch ein Stück vor. Stell dich mal hier hin. Okay. Dann greifst du den an. Kannst du den schon angreifen? Nee. Dann greif halt den an. Liliana, kannst du irgendwas angreifen? Greif mal an. Und ich? Kann ich irgendwas angreifen? Ich greif mal an. Sehr So. schön. Nein, nicht viel weiter vorlaufen, Leute. So war das jetzt nicht gedacht. Gut, dann versuchen wir es jetzt mal mit dem Wachalbtraum, wenn finde ich ja nicht schlecht. Oh Mann, nicht schon wieder lecken, bitte. Komm, werde eine Statue. Und dann zerborste, bitte. Ich weiß gar nicht, mit wem haben wir es denn hier zu tun. Und dann lauft hier erstmal nicht weiter, Hundi. Greif du mir erstmal den da an. Meine Damen stehen noch da, das ist gut. Du kriegst von mir eins. Und jetzt so. Was haben wir jetzt hier hinten? Genlock Schmiedemeister. Was bist du? Sehr schön. Ah, der kümmert sich gar nicht ums Gefängnis. Dann versuchen wir erstmal die hier irgendwie klein zu kriegen. Gut. Versuchen wir es mit Schlaf. Da kommt wieder sowas. Schlafen, schlafen. Alle widerstanden. Ja, das ist völlig klar. Jetzt muss ich gucken, was Shell macht und Hundi. Du bist ein Holog Alpha. Genlock, du bist der Schmiedemeister, ne? Faust? Oh, betäubt. Wer hat uns hier betäubt? Gruppenheilung, danke, Morrigan. Hundi, wo bist denn du? Komm, mach du mal den Holog Alpha. Mit Ansturm. Der Schmiedemeister ist, glaube ich, ein anstrengenderer. Ein Boss. Vermutlich ist Gewalt doch eine Lösung. Zumindest bei diesem lässt sich.
bin mit dem Mana schon wieder am Ende. Hundi ist gefallen. Das ist nicht schön. Ach, armes Hundi. Hab ich wieder nicht aufgepasst. Wie geht's Shell? Shell geht's noch einigermaßen. Hm. Jetzt passt mal auf. Schrecken, Wachalbtraum. Wachalbtraum. Aber ich kann nicht. Kannst du Wachalbtraum? Mach du mal den Wachalbtraum. Und ich brauche, glaube ich, unbedingt einen Wundumschlag. Der hat wieder widerstanden. Eis. Kann ich dich... Eieieiei, der widersteht auch. Der ist wie die Zwerge. Shell, wie geht's dir? Okay, der ist zwar ein bisschen beduddelt, aber nicht so, dass es... Wo gehst du hin? Warte mal, vielleicht sollten wir doch den irgendwie erstmal so ein bisschen... Da steht mir so arg in der Nähe. Ihr seid meiner Magie nicht gewachsen. Da hat Morrigan nicht ganz Unrecht. Meine Magie ist allerdings schon wieder beim Teufel. Wie geht's Shell mit dem Schmiedemeister? Boah, der ist ja immer noch... Haben wir einen Lebenskraftentzug nach da hinten? Aber Shell sieht noch einigermaßen aus. Dich hau ich mal lieber um da hinten, dass du mir nicht... Shell? Ich muss auch auf meine Gesundheit achten. Ich krieg hier nämlich die ganze Zeit von dem da ab. Deswegen lege ich dich jetzt ins Gefängnis. Ich hab die Schnauze voll von dir, dass du mich immer triffst. Ja, genau. So, fertig hier. Und den Schmiedemeister. Jetzt alle auf den Schmiedemeister. Alle auf den Schmiedemeister. Der ist so ganz schön hartnäckig. Du meine Fresse, hey. Und gebt mir Mana. Versteinerung. Ich bin blockiert. Was, ich bin blockiert? Das ist ja nicht gut. Jetzt ist er zumindest versteinert. Morrigan, kannst du gerade den Stein machen? Die Steinfaust? Mach mal die Steinfaust. Ah, Jonas, der ist wirklich hartnäckig. Und nochmal eine Steinfaust, komm. Und Eis. Ah, wir kriegen dich, Junge. Und jetzt komm, auf. Yes. Buh. Heieieieieieiei. Schmiedemeister. So, jetzt schick mal Liliana rum. Da sind nämlich... Jetzt, ich leck schon wieder. Vielleicht sollte ich doch nochmal irgendwie ein wenig mehr Arbeitsspeicher in diesen Rechner einbauen. Vielleicht wird es dann besser. So, mach mal diese Kiste auf. Ach, großer Schild der dunklen Brut. Das nehmen wir jetzt nicht mit. Nachher schmeißen wir es eh wieder weg. Wie ihr meint. Mächtiger Wundumschlag. Hammer des Schmiedemeisters. Speerwerfer. Ja, aber er ist nicht ganz so gut. Schnelles Zielen. Ja, ich glaube, dass der den... Massive Zwergenrüstung. Drachenknochen. Rubin. Okay, so. Nehmen wir mal mit. Weiterschauen. Was gibt's da noch? Da gibt's noch Kisten. Ah, jetzt habe ich das blöde Schild mitgenommen. Hätte ich nicht tun sollen. Tiefenpilz, den nehmen wir natürlich mit. So, was gibt's da noch? Nix mehr. Nix mehr, nix mehr. Hallo. Die Truhe haben wir schon aufgemacht. Da hinten vielleicht. Was hast du für uns? Granat, komm, nehmen wir mit. Da ist nix. Nein. Gut. Da leuchtet's noch, der gute Alpha. Dämonensekret. Nein, das nehmen wir jetzt nicht mit. Wir haben nicht mehr so viel Platz. Was hast du? Komm, Granaten nehmen wir mit. Genlock. Säurefläschchen. Nehmen wir jetzt nicht mit. So, da sind wir hergekommen. Da war noch... Warte mal, Hundi, du kriegst einen Keks. Was hast du schon wieder? Einen gespaltenen Schädel? Nein, eine Augenverletzung mal zur Abwechslung. Alle anderen sind, glaube ich, noch fit. Yes. Gut. Okay. Dann gucken wir mal hier rum. Da war irgendeine Kammer. War da eine Kammer? Nö. Da geht doch... Da war eine Kammer, oder? Irgendwo war doch eine Kammer. Ja, na, also siehste. Da gibt es jetzt wieder Zeug zu finden. Ich bin gleich schon wieder am Aussortieren. Ich sehe es genau. Eispfeil. Die nehmen wir mit. Langbogen, Eisenborke. Nehmen wir nicht mit. Zeug genug. Sarkophag.
zwergische Rüstung. Komm, die nehmen wir mal mit. Ich bin völlig inkonsequent, oder? In dem, was ich mitnehme und was ich nicht mitnehme. Ah, so bin ich. So. Da geht's, glaube ich, weiter. Nö, da kommen wir her. Da kommen wir her. Jetzt habe ich immer die Richtung verloren. Mal, hat's da eigentlich irgendwelche Runensteine oder so? Das ist der Stolperdraht. Nee, gab's nichts. Gut, dann geht's jetzt gerade da vorne weiter, oder? Genau. Ich denke, dass wir dann so langsam auch ans Ende kommen. Nee, Quatsch. Nee, hier geht's weiter. Oh, Jolina. Jolina Hawk, was treibst du? Da geht's weiter. Guck mal noch ein bisschen. Hier gibt's aber auch gar nichts zu finden hier. Gar nichts. Okay. Machen wir die Tür auf? Machen wir die Tür noch auf? Ja, wisst ihr was? Ich guck mal kurz, wie lange ich schon aufgenommen habe. Und dann entscheide ich, ob ich die Tür aufmache oder nicht. Kleiner Augenblick. Ja, ich glaube, da gehen noch ein paar Minuten. So, dann gucken wir jetzt einfach in diese Tür rein. Was ich hier... Brücke, 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 Brücke. Das ist endlos. Diese tiefen Wege sind wirklich endlos. Andererseits ist es natürlich auch... Hier haben die ganzen Zwerge... Sind da sämtliche Städte? Das muss ja riesig sein, ich meine. Das Zwergen-Eldorado, so und... Ah, Kreischer, Kreischer, Kreischer! Mal auf, ich mach mal einen Schlaf, dann lauft ihr mir nämlich direkt in den Schlaf rein. Ja, guckt mal an, das ist doch schön. So mag ich das. Ein Kreischer ist im zermalmenden Gefängnis, den zweiten mache ich zu Stein. Oh, da ist noch einer. Ja, glaube ich das. Hm. Machen wir halt den Wachalbtraum für die da. Und dann noch hier... Ja, betäubt. Ah, das sind viele. Das sind 8 Stück. Das ist natürlich doof. Mal gucken, dass wir die hier möglichst schnell irgendwie zu Ende kriegen, weil sonst sind wir nämlich gleich wieder hinüber. Komm, ich mach dich mal benommen. Mal gucken, ob das was bringt. Wie sieht's denn hinter mir aus? Da kommt, dann lauf mal ein Stück zur Seite und guck dir das mal von der anderen Warte aus an. Komm, wir machen dir ein bisschen Blitz. Und dann nehmen wir einen Lyriumtrank. Eis. Ah, jetzt ist er wieder weg. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ja, es ist Zeit zu kämpfen. Das ist doof. Komm, Lebenskraftentzug. Ah, meine Güte. Unangenehme, wirklich unangenehme Zeitgenossen hier. Wo ist ein Hundi? Hundi, wo bist du? Ja, gutes Hundi. Und dann greifst du jetzt bitte gleich mal den hier an. Shell, du haust dem auch eins auf die Mütze. Ah, die greifen mir alle den schon an. So, was kann ich noch machen? Ich kann Blitz machen. Und Eis. Und dann haben wir den auch. So. Kreischer. 8 Stück. Alle tot. Und was habt ihr jetzt für mich? Geld. Das finde ich gut, weil dieses ganze andere Zeug kann ich nicht brauchen. Das kann ich brauchen. Da finde ich, ist doch Geld wirklich die angenehmste Variante. Dann haben wir die alle. Jetzt laufen wir dann da noch vor. Du hast auch noch was für uns? Ja. Kleinvieh macht Mist. Und dann gucken wir noch in diese Tür rein. Das machen wir wieder kontrolliert. Schicken wir wieder Hundi vor. Und dann machen wir echt Schluss für heute. Jetzt mal gucken, was finden wir da? Nix. Da ist nix, okay. Keine Feinde, ich sehe keine. Dann kommen alle nach. Da ist ein Runenstein, den nehmen wir mit. Über die unbekannte Bürde der Zwerge. Ja, die Zwerge haben es offensichtlich schwer. Dann noch einer. Runenstein, nein. Also die haben es offensichtlich schwer. Da sind wir hergekommen. Ich weiß auch nicht, verliere immer die Richtung. Völlig verpeilt, die Frau heute. Ne, da kommen wir her. Ja, glaube ich das. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso ist denn da die Tür schon auf? Wer hat hier die Tür aufgemacht? Jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt wird's spannend. Ich glaube nämlich,
Ja. Ich glaube nämlich, dass wir den Kampf das nächste Mal machen, ihr Lieben. Das wird ein bisschen länger dauern. Ihr seht, da sind haufenweise von diesen komischen Bubu. Ja. Weiß gar nicht, Skeletten? Ja, wahrscheinlich sind es Skelette. Und die werden wir das nächste Mal dezimieren, weil sonst wird es dann doch ein bisschen lang. Und deswegen wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, einen sehr, sehr schönen Abend oder noch ein viel wundervolleres Wochenende und sage tschüss und bin sicher, dass ihr eure verpeilte Jolina ganz besonders toll findet. Macht's gut, bis bald, ciao.